Heute wollen sie nicht allein sein, sie wollen sich gegenseitig beschützen. In Neuseeland zieht es die Menschen zu den Freitagsgebeten. 2 Minuten schweigen sie. Der Park in Christchurch liegt gegenüber der Moschee, die vor einer Woche zuerst angegriffen wurde. Heute wäre sie viel zu klein für all die Menschen. Premierministerin Ardern zitiert den Propheten Mohammed. Wenn ein Körperteil leidet, so fühlt der gesamte Körper den Schmerz. Neuseeland trauert mit euch. Wir sind eins. Der Imam hat den Anschlag vor einer Woche selbst miterlebt. We are broken-hearted. Unser Herz ist gebrochen, aber wir sind nicht gebrochen. Wir sind am Leben. We are alive. Neuseeland trauert gemeinsam. Viele nicht-muslimische Frauen tragen bewusst ein Kopftuch. Wenn wieder jemand mit einer Waffe auftaucht und sie auf Menschen richtet, dann möchte ich dazwischen stehen. Er soll keinen Unterschied erkennen zwischen uns, denn es gibt keinen. Der Attentäter wollte spalten, aber die Neuseeländer möchten ihm beweisen, dass er das nicht geschafft hat.